Ja, zwar der Teil, also dass es nicht mal so gewährleistet war, weil das Vergangene wurde ja nie irgendwie tatsächlich mit berücksichtigt. Also bin ich dann ja auf Spurensuche gegangen und dann habe ich das zum einen mal mit den Therapien und mit dem Psychologenverband da irgendwie erklärt und was sie da eigentlich tatsächlich tun oder taten und ja, dann auch diese seltsame Verhaftung hier aus der Wohnung, was irgendwie voll daneben war, mich da gleich unter das Messer legen zu können. Was dann ja auch nochmal stattfand, das muss ja irgendeiner bezahlt haben. Aber wahrscheinlich kostet denen das ja nichts. Kostet ja auch nicht so viel wie irgendwie, keine Ahnung. Diese ganze Nummer regt mich irgendwie echt auf, weil damals hatten wir das noch nicht. Gut, ob Andi das dann später hatte, weiß ich nicht. Über ihn flog ja der erste Airbag im Übrigen. Das war ja noch. Das ist jetzt aber auch nicht. Das müsste so 2012 gewesen sein. Warum, weswegen, weiß ich nicht. Und bei mir war das ja 2016 in Göttingen, da flog der erste über mich. Das war dann alles CDU. Ausgerechnet die CDU, die diese Horrorhäuser irgendwie produziert hatten. Und dann frage ich mich doch im Ernst, wenn die CDU mit mir nichts zu tun haben will, weil denen irgendwas unangenehm ist oder weil denen ihre eigene Drogenpolitik oder Drogenarbeit zu Kopf gestiegen ist. Oder weil, keine Ahnung, alle durch so einen Ring springen müssen, dann tut mir das irgendwie auch leid. Nur, ich finde es frech, eigentlich echt frech, dass ich mir dann diese ganzen Satiriker reinziehen muss, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber irgendwie Leute voll übel physisch misshandelt wurden. So, und jetzt komme ich mal zur An der Berner Au, da habe ich nämlich damals als Kind gewohnt. Und das nannten sie dann irgendwie auch wieder psychologischer Dienst, im Grunde genommen mich hier an den Kindergarten mit anzubinden, sozusagen, um dann über irgendwelche Kindheitstraumata psychologisch oder physiologisch aufzuwerten oder aufzuarbeiten. Sie reden ja von einer Aufarbeitung. Also, um ehrlich zu sein, höher ging doch eigentlich das Syndikat schon gar nicht mehr. In meiner Kindheit war das so. Da war meine Mutter im Hamburger Syndikat drinne. Und was jetzt ist, vom Syndikat her, bin ich ja irgendwie dran beteiligt. Mehr oder weniger. Das, was ich hier an diesen Räumlichkeiten so perfide Scheiße finde, ist die permanente Abhörung für den Bundestag und um den Bundestag drumherum, ohne dass ich überhaupt teilfinanziert werde. Ja, und nebenbei laufen natürlich die Musiklabels weiter und habe davon genauso wenig, weil ich habe ja nie irgendwie, während hier Tagesschau und ZDF die Gebühren fleißig einzieht, habe ich nie irgendwie Geld bekommen auf Anteile der Labels, die eigentlich sozusagen meine Seite mit vertreten haben. Genauso wenig wie bei den Büchern, genauso wenig wie bei den Journalisten, Diensten oder wie auch immer. Und dann frage ich mich doch ernsthaft, warum die nicht gewillt sind, da mal eine Lösung zu finden und zu sagen, eigentlich schulden wir da Geld, aber sie kommen dann immer wieder mit denselben Thematiken. Entweder sind es Flüchtlinge
Oder es sind die Obdachlosenzahlen. Oder es sind eben halt, keine Ahnung, die Drogenhilfen. Oder es sind die Gründe der Neubauten. Oder es sind die Gründe daher, dass sie irgendwie hier Einfamilienhäuser abreißen. Da frage ich mich doch im Ernst, wie das noch zustande kommen kann, ja, dass es dann Leute gibt, die hier freien Zutritt haben in die Räume und der Meinung sind, sie müssten dann auch noch irgendwie Steine entfernen, sie müssten dann irgendwie die Straße überfluten, sie müssten dann noch mal dies machen, sie müssten dann noch mal das machen. Da stehe ich doch da, nach 7, 8 Jahren in dieser Straße, wo sie versuchen, über die Infrastruktur ein Netzwerk aufzubauen, mich aber mal wieder so an den Rand drängen wollen und mit mir über irgendwelche psychologischen, astronomischen Gegebenheiten eines universalen Lebens zu sprechen, wo ich dann manchmal denke, so Leute, hallo, mehr hatte ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Während die anderen in der Politik sitzen und bis zu 20, 30, 40.000 Euro im Monat kriegen, ja, knaps ich hier irgendwo wieder an den Hochspannungsmasten rum, ja, oder werde mit Dreck beworfen, oder aber es geht ja weiter, die Ziele sind verstopft.